Walaikum Salam. Ich hatte da mal eine Frage. Wenn Jesus schon immer Muslim war, warum steht dann in der Bibel, dass er getauft wurde? Es ist ja nicht üblich, dass Muslime getauft werden. Danke schon mal. Das ist sehr, sehr einfach zu erwähnen. Erstmal, wenn wir sagen Muslim, dann reden wir über die linguistische Bedeutung, die auf das Grundkonzept der Religion des allmächtigen Gottes hindeutet. Und Allah sagt dazu im Koran, Sure 16, Vers 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte erweckt, dass sie den Menschen lehren, diene dem einen wahren Gott und unterlasse die Anbetung der falschen Götter. Das ist das Grundkonzept, mit dem alle Gesandten und Propheten gekommen sind, dass man den einen wahren Gott, den Gott von Abraham, Adam, Moses, Noah, Mohammed, Jesus anbetet, der von diesen Gesandten angebetet wurde. Das ist die Grundbotschaft aller Propheten. So. Und das war immer gleich gewesen. Das heißt, die Akida, die Glaubenslehre war in diesem Bereich immer gleich. Was sich aber unterschieden hat von Generation zu Generation, von Prophet zu Prophet, sind die sogenannten Scharia. Das heißt, die sogenannten Regelungen. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass bei einem bestimmten Propheten es bestimmte Anzahl von Gebeten gab, die es bei einem anderen Propheten nicht gab. Dass es bestimmte Regelungen gab, die es bei einem anderen Propheten nicht gab. Dass es bestimmte Verbote und Gebote sogar gab, die es nicht gab. Warum? Nicht weil Allah, weil der allmächtige Gott eine neue Erkenntnis hatte, sondern aus einer Weisheit heraus, die er am besten kennt. Am besten kann man das erklären mit einem Arzt, der zum Beispiel einem Kranken eine bestimmte Medizin verschreibt. Und dann, wenn der Kranke gesund geworden ist, verschreibt er ihm eine Reha. Er wird geheilt, er ist beim selben Arzt, aber er kriegt etwas anderes verschrieben, je nach seinen Stufen, in denen er gerade ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass das letzte Gesetz aus seiner Weisheit und seiner Allwissenheit heraus, was auf den Propheten Muhammad alayhi salatu wasalam herabgesandt wurde, immer gültig ist. So, jetzt gibt es eine allgemeine Regel im Koran, in Sure 5, Vers 48, wie wir mit dem umgehen, was wir in der Bibel finden. Allah sagt dort, wir haben zu dir das Buch, also den Koran, mit der Wahrheit herabgesandt. Als Bestätigung von dem, was davor herabgesandt wurde, ja, Tora, Evangelium, Psalter, Psalme, und Muhaiminen Ali, und als Richter darüber, was davon verfälscht ist oder nicht verfälscht ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Sure 2, Vers 79, فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُرُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Wehe denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dieses von Allah, um damit einen geringen Preis zu erkaufen. Und Ibn Mas'ud, Ibn Abbas sagt zu diesem Vers in Sahih al-Bukhari, sagt er, wie kommt es, dass die Leute des Buches nach etwas fragt, wo das Buch, was auf den Propheten Mohammed herabgesandt worden ist, neuer ist, unverfälscht ist und es euch schon berichtet, dass die Leute des Buches das Buch mit der eigenen Hand geschrieben haben und gesagt, dies ist von Allah, um damit einen geringen Preis zu verkaufen. Das daraus leiten die Gelehrten ab. Wenn wir etwas finden, was dem Koran widerspricht, komplett widerspricht, dann sagen wir, das ist unauthentisch. Das ist falsch, das ist hinzugefügt, das ist eine Interpolation etc. oder einen kompletten Fehler. Wenn wir etwas finden, was mit dem Koran übereinstimmt, sagen wir, stimmt auf jeden Fall überein. Und wenn wir etwas finden, wo wir nicht wissen, sagen wir, wie der Prophet sagt, لَا تُصَدِّقُوا أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ. Bezichtigt die Leute des Buches nicht der Lüge und sagt nicht, sie sprechen die Wahrheit, sondern sagt, wir glauben an Allah, was er herabgesandt hat. Was die Taufe nun angeht,
so wird sie nicht im Jesus-Evangelium offenbart, denn das haben wir nicht. Es wird in den Evangelien offenbart, die wir jetzt haben. Die wir jetzt haben. Die haben wir Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Ich weiß gar nicht, ob es in jedem Evangelium offenbart wird. Kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Spielt aber auch keine Rolle. Das sind die erstmal, diese Bücher sind für uns völlig irrelevant. Aber es können durchaus reale Geschichten wie Sira drin vorkommen. Das heißt, wenn er getauft worden ist, wozu gehört das dann? Ist das ein Akida-Inhalt, ein Glaubensinhalt bei Jesus? Oder ist das etwas von Scharia, von Regelungen? Und dies wäre eine Regelung. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Taufe praktiziert wurde von Johannes der Täufer wie eine Art Russel, Reinwaschung. Wie wenn zum Beispiel, wenn man den Islam anmacht, dann, annimmt, dann macht er auch Russel, eine Ganzkörperwaschung. Es kann gut sein, dass das Ähnlichkeit, diese Art der Taufe Ähnlichkeit mit dem Russel hat. Und wir sagen dazu, Wallahu Alam.